Hi, Kratti hier. Es ist mal wieder Zeit für den Wahnsinn der Woche. Und auch dieses Mal habe ich ganz stolz vielfältige und woke Themen für euch mitgebracht, die im Trubel der Woche nicht untergehen sollen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann bleibt dran. Na, dann geht's mal los. Assalamu alaikum, ya Shabab. Neue Woche, neues Propagandavideo. Was für Ideen habt ihr? Okay, ohne Umschweife. Beginnen wir direkt mit wirklich großen Ereignissen, die mich mehrfach wahrhaftig verdutzt auf mein Handy haben starren lassen. Und das alles wohl im wichtigsten Mikroblogging-Netzwerk der Welt, nämlich Twitter. Und ja, ich habe gerade im Internet nachgeschaut, das heißt wohl wirklich Mikroblogging-Netzwerk. Egal. Jedenfalls, was sich da in den letzten Tagen getan hat, will ich einmal kurz in Worte gefasst haben. Auch für die Zuschauer, die hier gar nicht direkt im Bilde sind, ihr habt möglicherweise was verpasst. Glaubt mir. Also, am vergangenen Sonntag startete die Aktion Hashtag UnwokeGermanTwitter. So eine Scheiße radikalisiert mich, ne? Initiiert durch Idiotenwatch bzw. Kasper und stoß während der 200. Folge vom Podcast Honigwabe, der wiederum jeden Sonntag von Kasper und Schlomo Finkelstein durchgeführt wird. Zu dem Schlimmfinger kommen wir aber eh noch. Ja gut, ich denke, dass rund 90% aller meiner Zuschauer auch die beiden kennen. Für die, die es nicht tun, die beiden gehören zu den ersten größeren Vorreitern im deutschsprachigen politischen YouTube auf der tendenziell konservativen Seite. Aber egal, kommen wir zum Eingemachten. Grundlage für die ganze Aktion war, dass Twitter Deutschland entgegen der Mehrheit der Deutschen in Deutschland von Einzelfall zu Einzelfall ausgedachte Sprach- und Wortkreation schafft. Also mit anderen Worten, gendert. Und das nicht, wie ich aus Satire Zwecken, sondern auch so gemeint, aus Ideologie. Ziel war es, den Hashtag über mehrere Tage zu benutzen, um so möglicherweise auf den Radar einer potenziell relevanten Person in dem ganzen Kontext zu kommen, nämlich Elon Musk. Der sollte sich dann das Bild mit dem Text und etwaigen Visualisierungen anschauen und durchlesen. Ja, und im besten Fall verstehen, wo das Problem für einige böse Menschen bezüglich Twitter Deutschland liegt. Gar nicht so einfach, denn Gendern gibt's in der Form ja in Amerika gar nicht. Elon Musk hätte also auch den Sinn des Ganzen erfassen müssen. Und ich bin ehrlich, ich fand die Aktion gut, weil sie ein einendes Element schafft, aber den Imperator von Twitter höchstpersönlich erreichen? Eine so wichtige und bekannte Person soll auf einen Hashtag von ein paar Spinnern im Internet reagieren? Aus Deutschland? Ja, macht mal, viel Spaß dabei. Also ich beteilige mich dabei, aber aus Spaß an der Freude. Wie auch immer, rund 3,5 Stunden später dann das. Elon Musk, also der Elon Musk, schien auf den Hashtag aufmerksam geworden zu sein. Denn dann war es soweit. Er reagierte höchstpersönlich darauf. Ja, das muss man erstmal schaffen. Und diesmal ohne Zynismus. Respekt. In diesem Fall hatte der Nutzer Commander Logic einen Tweet mit dem Hashtag an Elon Musk abgesetzt. Aufgrund der Masse an Tweets mit diesem Hashtag wollte Elon Musk wohl einmal überfliegen, worum es dabei eigentlich geht. Da Commander Logic in dem Tweet, den Musk dann herausfischte, nur einen Teilauszug drin gehabt hat, gab es als Antwort ein Fragezeichen. Aber schon mal mehr als ein Teilerfolg. Er war nämlich nun in Kenntnis von dem Hashtag und seine Reaktion lenkte wiederum andere größere Kanäle auf das Thema. Hoffnung. So äußerte sich dann zum Beispiel auch der Journalist und Influencer Ian Miles Cheong. Er sagte, it's a non-binary term that butchers the German language. He is a full image that he didn't provide your context to. Also in kurzen Worten, es geht um das Gendern, was die deutsche Sprache zerstört und hier ist das komplette Bild. Und auch der Nutzer Wall Street Silver informierte Elon Musk. Er schrieb, Twitter inserted fake German words because woke people think the German language is sexist with male and female distinctions. It's like Latinx, it doesn't exist. The woke are trying to create it and force it up in others. Davon distanziere ich mich natürlich mit kompletter Ausdrücklichkeit dieser Schuft. Jedenfalls hat Wall Street Silver danach sogar noch auf Deutsch geantwortet und er sagte dabei, ich habe Elon eine private Nachricht geschickt, damit er es sieht. Ich werde versuchen, die Programmierer bei Twitter zu erreichen, damit sie das Problem beheben. Und im Ernst, ich muss sagen, ich war wirklich baff. Ich hätte niemals gewettet, dass man so schnell, so viel, jedenfalls als Potenzial erreichen kann. Aber naja, ob oder was nun passiert, bleibt erstmal abzuwarten. Eine Wendung gibt's dabei aber dann doch noch. Und zwar wurde Commander Logic auf Twitter gesperrt. Ich meine, kann passieren. Da reagiert Elon Musk auf dich und könnte kurz davor stehen, bei Twitter Deutschland Anpassungen vorzunehmen. Da wird man dann halt mal einfach so gesperrt, ne? Geil. Zufall.
Räusper. Naja, jedenfalls gab Wall Street Silver ebenfalls an, dass man an der Sache dran wäre. Er schrieb, wir arbeiten daran, das umzukehren. Wir haben Twitter in den USA benachrichtigt. Jemand hat ihn entweder mit gefälschten Berichten verfolgt oder jemand innerhalb von Twitter hat ihm das angetan. Ja, und was soll man sagen? Vermutlich waren das auch keine leeren Worte, denn Commander Logic wurde wieder entsperrt. Nice. Ein Zeichen im Sinne der Meinungsfreiheit. Schön! Und ich bin gerade wirklich ein bisschen verblüfft, dass ich das nach so vielen Folgen vom Wahnsinn der Woche mal nicht einfach nur sage, ja, sondern auch so meine. Wahnsinn. Und frei nach Wilhelm Busch. Dieses war der erste Streich und der zweite folgt sogleich. Denn da war ja noch was, die Woche hat nämlich noch mehr für uns parat. Der Juni wird ja mittlerweile als sogenannter Pride Month dargestellt. Also Unternehmen ändern ihre Logos in bunt angemalte Logos mit ganz vielen schönen bunten Farben. Und dabei benutzen sie den Hashtag Pride Month. Also jedenfalls im Westen. Da, wo es die höchsten Toleranzwerte gibt. Zufälligerweise da, wo Homosexuelle das Fliegen von Hausdächern lernen oder drakonisch bestraft werden, da vergessen sie dann genau das. Ja, ne? Kann ja mal passieren. Wie auch immer, Video und Quellenvideo zu dem Thema habe ich letztes Jahr gemacht. Gerne anschauen, insbesondere für die Quellen zu mitnehmen. Jedenfalls haben einige unethische Köpfe in dunklen Kammern, fernab jeglicher Zivilisation, die Idee entworfen, ebenfalls an diesem wunderschönen und wichtigen Monat, dem Pride Month, zu partizipieren. Und zwar mit dem Hashtag, Stolzmonat, um zu zeigen, dass wir stolz auf unsere Identität, Kultur und Tradition sein können. Mitbegründer und Hashtag mutmaßlich geistiger Initiator war Schlomo Finkelstein. Und so verteilte man auf Twitter vorab die Idee, Deutschland-Avatare bzw. Layouts im Stil der Regenbogenfarben zu verwenden, um so eine Art, ja, Gegengewicht darstellen zu können. Ein kleines Licht einer Minderheit, also einer politischen, möglicherweise, oder? Ja, was soll man sagen? Der Hashtag ist nun seit 3 Tagen oben in den Twitter-Trends und damit möglicherweise zum größten Salzhersteller der westlichen Hemisphäre geworden. Mittlerweile haben auch parteipolitische Nutzer den Hashtag übernommen. Initiiert aber ursprünglich unparteilich. Denn stolz auf Deutschland, stolz auf seine Heimat, seine Kultur und all das, was uns ausmacht, sollte jeder sein, oder? Ein einendes Element für Deutsche mit und ohne Migrationshintergrund. Man könnte fast meinen, dass hier ein paar verfilzte Lausbuben im Internet mehr für die Integrations- und Identifikationsfähigkeit Deutschlands getan haben, als sämtliche Integrationsmaßnahmen der letzten 12 Millionen Jahre. Und mittlerweile ziehen auch einige andere Länder mit, wie zum Beispiel Schweiz, Italien, Österreich oder Polen. Das ist so schön! Und um es nochmal betont zu haben, solche Worte unironisch im Wahnsinn der Woche verlauten zu dürfen, das hat was. Kommen wir noch zu einigen Kurzis für die Woche. Weiter geht's mit Berlin, was natürlich immer ein Qualitätsmerkmal darstellt. Denn da entsteht nun ein Wohnblock. Erstmal nur halbwegs ungewöhnlich für Berlin, denn da kommt noch mehr. Der Wohnblock wird nämlich nur für lesbische Frauen sein. Super, wie progressiv. Ab wann man übrigens als lesbisch oder Frau zählt, konnte man mir bis zum Redaktionsschluss dieser Folge leider nicht mitteilen. Oder wollte nicht. Schade, dabei war ich schon ganz heiß darauf, der wundervollen und tollen Bijan vorzuschlagen, ein islamisch-lesbisches Domizil daraus zu machen. Naja, eventuell kommt dann auch eine Info in den nächsten Tagen. Jedenfalls soll der Komplex in Berlin-Mitte entstehen und 72 Wohneinheiten beherbergen und schon in 2 Jahren Berlins tolerante Wohnlandschaft noch ein wenig diverser gestalten. Ein kleiner Wermutstropfen bleibt aber, denn der Wohnkomplex durfte nicht in bunten Farben erstrahlen. Aber gut, eventuell bekommen wir ja noch einen weiteren Häuserkomplex und zwar in, ja, zum Beispiel Berlin-Wedding oder Neukölln und dafür können wir den ja dann doppelt so bunt anmalen. Das wäre wahrlich vielfältig. Naja, schauen wir einfach mal, welche Neuigkeiten uns zu dem Thema noch erhaschen werden. Kommen wir zum nächsten Kurzi. Daneben gab es nämlich auch ein episches Drama in 2 Akten. Die tapfersten unter uns, die den Klimawandel verhindern wollen, haben wieder einmal Großes gezeigt.
diesmal in Schweden. Und zwar während einer Let's Dance-Sendung. Sie haben sich unter die Zuschauer gemischt und im vermeintlich richtigen Moment dann die Initiative ergriffen. Volltreffer, also im wahrsten Sinne des Wortes. Denn während ihrer unglaublich wichtigen Aktion ist Dolph Gretasbjörn Sindfreisson dann treffsicher dahin gerannt, wo die Kamera das Tanzpaar in einem Kameraschwenk aufnehmen wollte. Schauen wir uns das mal an. Schön. Respektabel übrigens, dass das Tanzpaar einfach weitergemacht hat. Das hat dann wohl sogar den Klimakleber von den Socken gehauen. Machen wir noch einen kurzen Ausflug nach England, nämlich zur RAF, also zur Royal Air Force natürlich. Dort sickerte nun durch, dass man wohl Großartiges für ein diverses, vielfältiges und starkes Großbritannien gemacht haben soll. Erneut zeigt sich, Vielfalt ist unsere Stärke, also anscheinend auch jene in UK. Denn dort steht nun im Raum, dass man gezielt weiße, männliche Piloten bei den Trainings aussiebte, um Diversitätsziele zu erreichen. Also in anderen Worten, man wollte mehr Frauen und Minderheiten innen in die Cockpits der Air Force setzen. So amazing. Ja, wunderbar. Man zahlte weißen Anwärtern, die auf die Unfairbehandlung aufmerksam gemacht haben, angeblich sogar Geld. Insgesamt gab es dazu 31 Fälle und eine Zahlungshöhe von 155.000 Pfund. Das Wunschprofil erfolgreicher Bewerber soll demnach im Rahmen schwarz, asiatisch, Minderheit und weiblich gelegen haben. Dort soll dann auch folgender in keinster Weise rassistischer Satz gefallen sein. I don't really need to see loads of useless white male pilots. Let's get a focused as possible. I am more than happy to reduce boarding if needed to have a balanced BAME, female male board. Also zusammengefasst, wir brauchen keine Massen an nutzlosen weißen männlichen Piloten, sondern mehr diverse Balance. BAME steht hierbei übrigens für schwarz, asiatisch und ethnische Minderheiten. Also, Frauen und Minderheiten sollen demnach schneller durch das Verfahren geschleust worden sein. Gab es keine diversen Bewerber, wurden diese Bewerbungsphasen zum Teil abgesagt oder verschoben. Eine Quelle ließ dabei verlauten, dass sie ohne Fitnesstest weitergekommen ist. An anderer Stelle hieß es, dass weiße Männer weniger Zeit hatten und ähnlich der Affirmative Action benachteiligt worden sind. Sie haben also für gleiche Leistungen weniger Punkte bzw. andere für die gleiche Leistung mehr Punkte erhalten. Am Ende hat man dann glücklicherweise die Diversitätsziele erreichen können. Das Vereinigte Königreich ist gerettet. Nämlich mehr weibliche und diverse Rekruten. Bis 2030 soll man die Quote auf 20% Minderheiten bzw. 40% Frauen erhöhen. Na, wenn das mal nicht nach einer bunten Zukunft klingt. Um abschließend auch kurz auf das Thema mit Lina E. einzugehen. Denn auch dem ganzen Spuk messe ich etwas Positives bei. Lina E. wurde schuldig gesprochen und das für wahrlich schlimme Taten, die trotzdem von einigen linkspolitischen Größen und Influencern quasi relativiert werden. Und das damit, weil ihre Taten ja einem politischen Zweck gedient haben, gegen das vermeintlich Böse gerichtet worden sind. Und der Wahnsinn ging so weit, dass sie zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt worden ist. Einige munkeln aufgrund des Drucks linksextremistischer Gruppen. Die haben nun den Tag X ausgerufen und machen Randale in Leipzig. Besonders lustig, weil man ja immer wieder vor dem sogenannten rechten Tag X gewarnt hat. Tja, so schnell kann's kommen, nur von der anderen Seite. Und warum ich dem trotzdem was Positives abgewinnen kann? Ganz einfach. Hoffen wir, dass es mehr Menschen klar wird, was hier politisch abgeht. Wie stark das sogenannte Overton-Fenster mittlerweile verschoben ist. Dass Menschen offen als extremistisch dargestellt werden, weil sie ihre Landesflagge voller Stolz, nicht aus Hass, sondern aus Liebe im Internet präsentieren. Während Gewalttäter wie Stars gefeiert werden. Hoffen wir, dass einige Menschen hier genauer hinsehen. Im besten Fall mit dem richtigen Auge. Denn mit dem roten sieht man besser. Ciao.